Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an. Wir haben eine Viererkonferenz. Vier Spiele klingt vielleicht nach nicht so vielen Toren, aber ich kann euch versprechen, es sind richtig viele Tore gefallen. Also, freut mich, wenn ihr einschaltet. Ansonsten Video-Kapitelmarken findet ihr in der Beschreibung und ja, in den Kapitelmarken. Naja, viel Spaß beim Zuschauen, danke fürs Reinschalten. Los geht's. Mit dem Sieg von Arminia Bielefeld in Leverkusen war ja jetzt nicht zwangsläufig zu rechnen, aber da hat die Arminia gezeigt, mal wieder, dass sie den großen Clubs auch richtig in die Suppe spucken können, aber Leverkusen ja auch nochmal ein anderes Kaliber, vor allem in der aktuellen Form als RB Leipzig. Und das wurde hier doch ziemlich klar von Beginn an. Amadou Haidara, unglücklich hier der Ball vorgelegt. Direkt auf den Fuß von Haidara, der schließt aber auch sehenswert ab. Knappe halbe Stunde gespielt hier auf der Bielefelder Alm. Es verlief so in eine ganz gewisse Richtung, die man auch hätte erwarten können. Bielefeld hier klar unterlegen und RB Leipzig gab sich auch keinerlei Blöße. So auch das 2:0 nach 30 Minuten von Yusuf Poulsen erzielt. 5 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Sabitzer zu Poulsen. 0:3. Also damit war das Spiel hier auch schon entschieden auf diesen Freitagabend. Und für Bielefeld galt es jetzt nicht komplett hier in einer Katastrophe zu enden oder halt die Aufholjagd des Jahrhunderts zu starten. 0:3 gegen RB Leipzig in der aktuellen Form, das ist nahezu unaufholbar, vor allem wenn man da unten drin steckt. Bielefeld zeigte sich zwar tapfer, aber zu löchrig in der Defensive. 58. Minute 0:4, Yusuf Poulsen setzte den nächsten Treffer drauf. Arminia Bielefeld wollte aber zumindest den Ehrentreffer, der am Ende nicht so viel wert ist. Man hat eh eine schlechte Tordifferenz aktuell dann mit diesem Spiel eingerechnet. Minus 28. Dagegen wollte man zumindest etwas arbeiten. Aber dann kam auch noch Pech dazu. Arne Meyer mit dem Abschluss trifft dann aber auch nur das Aluminium. RB Leipzig legt ein bisschen weniger Feuer nach, aber in der 88. hatten sie trotzdem noch einen. Mit Emil Forsberg das 0:5 war dann doch relativ deutlich am Ende. Sehr effiziente Vorstellung. RB Leipzig hatte nicht so viele Möglichkeiten, die sie hatten, waren aber riesig. Dreifach von Poulsen zugeschlagen und so endet es hier eben deutlich mit 0:5. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz am 26. Spieltag. Wir beginnen in Bremen im Weserstadion, wo der VfL Wolfsburg zu Gast ist. Beide Mannschaften können mit ihrer Saison auf unterschiedlichem Niveau durchaus zufrieden sein. Bremen wird wenig mit dem Abstieg zu tun haben. Wolfsburg mit der großen Chance auf die Champions League und daran möchten beide Teams heute noch hier weiter feilen. Hier hat man in Frankfurt beim Spiel gegen den ersten FC Union Berlin zwei verschiedene europäische Wettbewerbe im Blick. Wenn man nach Union Berlin und vorher Max Kruse geht, ist das vielleicht nicht ganz so interessant für die Eisernen, aber für Eintracht Frankfurt geht es tatsächlich darum, sogar noch in die Champions League zu kommen. Momentan sind sie sogar Vierte, aber sie wissen, die Konkurrenz aus Dortmund, sie drückt. Daher sind 3 Punkte heute gegen Union dafür unabdingbar. Schauen wir zunächst auf die Gäste vom VfB Stuttgart hier in München, denn der VfB Stuttgart ist mit dem ersten FC Union Berlin momentan ziemlich auf Augenhöhe. Union 2 Punkte mehr, 38, der VfB Stuttgart 36 Punkte, der FC Bayern München, das ist ganz klar, der möchte Meister werden, der muss Meister werden, sie haben 4 Punkte Vorsprung auf RB Leipzig, ein gutes Polster, aber klar ist auch, dass sie jetzt weiterhin liefern müssen und so sieht es hier erstmal aus. Machen wir die Konferenz komplett mit einer Mannschaft,
die Champions League spielen möchte und eine Mannschaft, die gerne nächste Saison in der Bundesliga agieren will. Das ist der erste FC Köln. Die empfangen Borussia Dortmund. Dortmund, wir haben es eben angesprochen, Tabellenfünfter, 2 Punkte hinter Frankfurt, das leicht bessere Torverhältnis. Also es sieht für Schwarz-Gelb wieder ganz gut aus, aber geschafft ist auch noch lange nichts. Und hier in Köln muss man eben auch erstmal gewinnen. Das Hinspiel hat man ja verloren aus Dortmunder Sicht. Beginnen wir die Konferenz hier in Bremen. Der SVW stößt an von links nach rechts in den grünen Trikots. Im ersten Durchgang zu Gast der VfL Wolfsburg, dunkel gekleidet. Die Mannschaft von Oliver Glasner hatte sich nach dem kurzen Tief in Hoffenheim wieder erholt. 5:0 gegen Schalke zuletzt gewonnen. Der SV Werder Bremen ist aber ein anderes Kaliber als Königsblau. Das sei hier schon mal vorweg erwähnt. Bremen verlor 1:3 gegen Bayern, klingt am Ende ein bisschen knapper als es eigentlich war, trotzdem defensiv ist der SV Werder Bremen in dieser Saison wirklich ein Hoffnungsschimmer für die Nordmannen, aber hier erstmal eine Abseitsposition. Also Bremen versucht so langsam auch tatsächlich wieder den Weg nach vorne zu finden, hier ist es erstmal Abseits, wir wechseln die Station. Sind hier in Frankfurt, der erste FC Union Berlin in den weißen Trikots, in Ballbesitz über Christopher Trimmel soll es in die Gegenrichtung gehen. Trimmel, der beim Spiel gegen Köln am letzten Wochenende seinen ersten Bundesligatreffer erzielen konnte, das ist doch eine wunderbare Geschichte. Jetzt kommt Union Berlin, Rierson, der super gespielt hat am letzten Wochenende, seinen großen Teil dazu beigetragen hat, um die 3 Punkte gegen Köln zu Hause zu behalten, das ist mal Musa. Immerhin mal ein Abschlussversuch. Makoto Hasebe stellt sich rein. Das sehen wir hier. Hasebe mit dem Fuß da im Anschnitt. Auch noch Ilsanker zu sehen, der beim 1:1 in Leipzig brilliert hat. Und dementsprechend auch heute wieder in der Startaufstellung steht. Hinteregger nur auf der Bank, war ja leicht angeschlagen, fehlte verletzt gegen RB Leipzig. Jetzt ist er wieder da, aber erstmal sicherheitshalber nur auf der Bank. Wie gesagt, Ilsanker hatte das eben auch gut gemacht. Kruse kommt hier erstmal nicht durch. Ball nochmal raus zu Trimmel, aber der steht jetzt nach dieser Ecke dann auch im strafbaren Abseits. Ja, rückt zu spät raus, steht dann da im Tor aus. Also Abseits hier, wir geben nach München. Der FC Bayern hat seine Pflichtaufgabe gegen den SV Werder Bremen erfüllt. Nun wird es gegen den VfB Stuttgart die nächste schwierige Aufgabe. Der VfB hat den Münchnern im Hinspiel mal so richtig Probleme bereitet. Die ein oder andere strittige Schiedsrichterentscheidung war ja auch dabei. Also das ist hier kein Selbstläufer für den FC Bayern München. Sie müssten hier nach dem Spiel unter der Woche gegen Lazio Rom also wieder ran. Die Kräfte müssen irgendwie koordiniert werden. Das klappt bislang ganz gut. Mal ist es ein bisschen knapper, mal ein bisschen deutlicher, was der FC Bayern München spielt. Hier machen sie es ganz gut kontrolliert, aber das ist jetzt kein Feuerwerk in der Offensive, kann man aber in der Anfangsviertelstunde auch nicht erwarten, zumal der VfB Stuttgart das eben auch sehr diszipliniert spielt. Hier sehen wir es mit Marc-Oliver Kempf beispielsweise, da ist erstmal gar kein Vorbeikommen und auch Endo, der sich hier reinstellt, Thomas Müller auf Pavard, die rechte Außenbahn hier gerade hochfrequentiert. Serge Gnabry jetzt mal im Strafraum. Lewandowski kommt nicht durch, legt deswegen nochmal raus zu Goretzka. Oh, der wird abgefälscht vor die Füße von Müller. Wow, das war eine erste große Chance. Steht da nicht im Abseits. Weiter 0-0 hier. Wir wechseln mal, aber das war ein Ding. Auf so ein Ding warten wir hier in Köln noch. Der BVB zu Gast und das war schon ein verrücktes Hinspiel. Skiri, da ist er wieder. Oh, der hat ja zweimal getroffen. Jetzt legt er auf. Im Hinspiel zweimal getroffen. Jetzt legt er auf. 19. Minute. Jonas Hector. Gegen Union Berlin am letzten Wochenende noch den Elfmeter rausgeholt. Und jetzt trifft er. Hier, selber am Ball. Hector zu Skiri. Der bekommt da Platz im 16er. Und Hector schließt flach ab, verdeckter Schuss für Hitz nicht zu machen aus der Distanz. Das ist mal ein Ausrufezeichen und der BVB hat wieder so seine Probleme mit dem ersten FC Köln. Sie haben noch genug Zeit, das umzubiegen, aber das hier ist auf jeden Fall mal ein dickes Ding.
Wir sind wieder in Bremen. 0 zu 0 nach etwas mehr als 20 gespielten Minuten. Bremen macht das hier gut. Der VfL Wolfsburg hatte ja auch in der ersten Halbzeit gegen Schalke das ein oder andere Fragezeichen. Hier kommen sie auch nicht gut durch. Möwald hat das Auge für Milot Rashica. Das ist das 1 zu 0. 23. Minute. Milot Rashica für den SVW und nicht zum unverdienten Führungstreffer. Da sind wir von Wolfsburg in der Defensive eigentlich besser gewohnt. Rashica schwer zu kontrollieren. Starker Abschluss. Kun Kassels überwunden. Dann haben wir auch hier das 1 zu 0 wie in Köln. Auch hier etwas überraschend. Hier warten wir noch auf den ersten Treffer in Frankfurt. Der erste FC Union Berlin schlägt sich sehr gut. Ist auch erstmal als unentschieden König wieder drauf und dran, erstmal das eigene Tor zu verteidigen. Tor in Köln! Und jetzt haben wir den zweiten Treffer in Köln. Ausgleichstreffer für den BVB. 25. Spielminute. Der Rückstand hielt also nicht lang. Jude Bellingham. Jetzt trifft er auch endlich in der Fußball-Bundesliga. Riesenchance gegen die Hertha vergeben. Hier macht das aus. Gar nicht so leicht im Winkel. Aber sehr gut vorbei an Timo Horn. Und so macht der Gast mit diesem guten Treffer den Ausgleich. Schauen wir mal kurz auf die Zwischenergebnisse. 3 Tore also schon gesehen hier. Tor in München! Konferenz. Und da kommt das vierte dazu. 1-0 erstmal das Trendergebnis. Robert Lewandowski bringt den FC Bayern in Führung. Aluminiumpech gegen den SV Werder Bremen. Hier macht er es besser. Hat vielleicht etwas weniger Pech in der Szene vor Bayern Kobel. Der FC Bayern, wir hatten es ja gesehen, beim letzten Anschnitt hatten sie eine riesige Möglichkeit. Der Ball wurde dort aber noch abgewehrt. Jetzt ist Gregor Kobel überwunden nach 27 Minuten. Dementsprechend das nicht unverdiente 1-0 für den FC Bayern München. Also alles gut für die Bayern und in Frankfurt geht's weiter. Spiel hat sich beruhigt. Eintracht Frankfurt über die rechte Seite mit Barkok, der heute in der Startaufstellung steht und da seinen Job ganz gut macht. Zuba haut sich auch rein, auch Zuba neu in der Startaufstellung. Frankfurt aktuell kreativ in der Aufstellung. Ja, da sind Verletzungsprobleme dabei. Machen sie aber gut. Jetzt aber Endo mit viel Platz. Endo mit viel Platz. 32. Minute. Keita Endo zum 0:1. Eisern Union sticht zu. Endo läuft da einfach durch. Rode verliert da seinen Gegenspieler im Mittelfeld aus dem Auge. Ist deutlich zu weit weg. Endo läuft aber durch, bleibt in der Szene drin. Und Kevin Tor in Bremen überwunden. Und der nächste Treffer in Bremen. Also bitte. 1-1 hier durch Admir Mehmedi. Bringt die Wölfe wieder zurück auf Kurs. Schlager, Mehmedi. So einfach kann es gehen. Sieht zumindest einfach aus, weil der SV Werder Bremen zur Abwechslung mal nicht ganz stabil steht. Aber es ist schon unter dem Strich verdient, wenngleich Werder Bremen doch schon die etwas bessere Mannschaft ist. Wolfsburg jetzt hier kälter in der Szene. 1-1 hier, 1-1 in Köln. Die Geißböcke aber stellen nach wie vor den BVB vor das ein oder andere Problem. Mit manchen Mannschaften hat man es ja
Für den BVB scheint das in dieser Saison vor allem der erste FC Köln zu sein. Erstmal hier eine Abseitsposition von Max Meyer. Passt da einfach nicht auf. Die Dortmunder Hintermannschaft rückt da raus und dann ist es ja eklatant, diese Position im strafbaren Abseits. Zagadou heute mit aufgeboten. Der BVB macht es nicht schlecht, nicht falsch verstehen, aber der erste FC Köln ist wirklich richtig unangenehm und die müssen ja auch wieder Punkte sammeln. Also Tor in München! Sie müssen was reißen und Treffer in München. 1:1. Erstmal so das Standardergebnis scheinbar in dieser Konferenz. Silas Wamangituka. Ballbehandlung, Tempo, Abschluss. Sensationell. Man kann ihn einfach nur loben. Tor in Bremen. Und der nächste Treffer. Unglaublich. Ab nach Bremen. 2:1. Doppelpack Milot Rashica. Was ist das für ein Spiel hier im Weserstadion? Super Tor. Nicht zu halten für Castils. Lacroix kommt nicht mehr ran. Der schlägt super ein. Im oberen rechten Eck, nicht unbedingt direkt in den Winkel geschossen, aber trotzdem sehenswertes Tor, sehenswertes Spiel. 3 Treffer haben wir schon gesehen. Das ist nicht unbedingt so, dass man das beim Spiel des SV Werder Bremen nach 36 Minuten erwarten muss. Aber wir nehmen es gerne an. Allgemein bislang die Konferenz durchaus torfreudig. So kann es gerne weitergehen. Also 3 Tore hier, 1 Tor in Frankfurt. Hier schlagen sich die Gäste bislang am allerbesten, Union Berlin in Führung. Frankfurt tut sich schon schwer. Kann man definitiv den Gastgebern oder muss man den Gastgebern so attestieren? Die schaffen momentan nicht, ihre Kraft nach vorn richtig durchzusetzen. Da hatten sie auch gegen Leipzig einige Probleme. Gegen Union Berlin ähnliches Problem. Da schafft Tor in Bremen. Momentan einfach nicht zu kreieren. Und der nächste Treffer in Bremen. 3:1. 3:1. Romano Schmidt. Cooler Tor, aber heute sitzt einfach jeder. Mit der Pike kommt er da ran. Castells zu weit aus dem Kasten. Und Babu auch nur hinten dran. Optimal ist das nicht verteidigt, aber es macht insbesondere halt Vergnügen, sich das anzugucken. 4 Tore hier. Kommt da noch was vor der Pause? Wir schauen drauf. Jetzt gerade Dortmund in einer besseren Phase mit Hazard quergelegt zu Haaland, Thomas Delaney. Jetzt Köln aber auch wieder sehr defensiv. Und gut eingestellt, da ist schwer durchzukommen. Skiri passt auf, Meier hat sogar vielleicht noch die Möglichkeit zum Konter. Özkan legt aber lieber nochmal zurück, Marius Wolf legt quer, da müsste das jetzt Pause sein. Und so ist es auch auf den anderen Plätzen ebenfalls bereits Halbzeit. Und somit haben wir 1:1, ja, ein Ergebnis, das zwischendurch sehr standardmäßig war in dieser Konferenz. Gucken wir kurz auf die Ergebnisse, die nach 45 Minuten stehen und dann hoffentlich zweite 45 Minuten. Zweite 45 Minuten, die hoffentlich genauso torreich sind wie jetzt bislang die erste Halbzeit. Also schon einiges passiert. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefällt. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Ansonsten viel Spaß bei der zweiten Halbzeit und ein paar Tore fallen auch noch. Zurück in der Konferenz und zwar in München, wo wir nochmal einen Abschluss sehen von Silas kurz vor der Pause. Also es hätte hier vielleicht sogar 1:2 stehen können. Der VfB eher begeistert in dieser Saison. Auch wenn Tabellenplatz 8 ganz objektiv betrachtet nicht die Sterne am Himmel so richtig ins Wanken bringt.
der VfB als Aufsteiger wohlgemerkt, ist einfach in einer Top-Verfassung. Und so auch hier gegen den FC Bayern München. Und sie kommen schon wieder über Castro und Sasa Kalajdzic. Der hat den Ball 20 Meter vor dem Tor, dreht lieber nochmal um. Tor in Frankfurt! Zwischen und Tor in Frankfurt. Sehr guter Beginn in diese Konferenz. Guter Auftakt in die zweite Halbzeit für Frankfurt. Es ist Philipp Kostic mit dem 1:1 in der 51. Spielminute. Djibril Sow bekommt den Ball an der 16er Kante, legt dann nochmal quer. Philipp Kostic macht es dann eben auch unnachahmlich mit seinem linken Fuß. Eigentlich gerne dann auch mal ins lange Eck unten rein, aber hier geht er aufs kurze Eck, überwindet so Andreas Lute, der nur hinterher schauen kann. Jovic kommt zum Beglückwünschen nach 50 Minuten, also das 1:1. Frankfurt braucht auch unbedingt diese Punkte, um weiterhin von der Champions League träumen zu können. Jetzt arbeiten sie dran, das hier zu drehen, und so kann es gerne weitergehen in der Konferenz. Und wir wechseln nach Köln, wo Frankfurts ärgster Konkurrent aktuell zu Gast ist und ebenfalls bei einem 1:1 hängen bleibt. Wollen wir es mal so sagen, es wäre momentan weder was verloren noch was gewonnen für die Dortmunder. Einzig und allein ein Spieltag fehlt, um die restlichen Punkte auf Frankfurt noch aufzuholen. Aber der erste FC Köln ist sich auch ganz klar bewusst, sie müssen hier einfach die Punkte einfahren. Es wird wieder brutal eng. Ein Punkt Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz. Der erste FSV Mainz 05 damit 21 Punkten, Hertha 21 Punkte, Bielefeld und Köln jeweils 22. Es ist also unglaublich eng, und der BVB auch für ihn eben angesprochen. Das ist brutal wichtig, dass sie hier drei Punkte holen, und das sind eigentlich Punkte, die man braucht, die man, um in der Champions League spielen zu wollen, unbedingt mitnehmen muss. Auch wenn Köln das gut macht, auch wenn Köln eine sehr unangenehme Mannschaft ist, das sind einfach die Punkte, die einem am Ende des Tages, am Ende der Saison nicht fehlen dürfen. Knappe Stunde hier gespielt, der BVB bekommt zumindest mal einen Eckball, wobei, wenn ich das gerade richtig sehe, wird er gleich an der Außenlinie Wechsel vorbereitet. Ja, da sind Wechsel vorbereitet, und deswegen wechseln wir jetzt lieber schnell da, wo gespielt wird. Hier in Bremen wird gespielt, wo es nach wie vor 3:1 steht, und das schon ein ziemlicher Paukenschlag. Der VfL Wolfsburg teilweise perplex, wie ihn hier geschieht oder geschah im ersten Durchgang. Hat sich jetzt hier alles so ein bisschen besänftigt. Das spielt natürlich bei diesem Spielstand dem SV Werder Bremen in die Karten. Der VfL Wolfsburg, also mindestens mal zwei Tore brauchen sie, um irgendwas mitzunehmen. Dafür müssen sie dann in der Defensive auch diesmal stark bleiben. Wolfsburg versucht sich nach vorne. Baku verliert den Ball. Wir wechseln nach München. Ball im Aus. 65. Minute in Richtung des Endes. Also, wir brechen hier gleich die letzten 25 Minuten an. Der FC Bayern München wäre schon sehr enttäuscht, wenn es bei diesem Resultat bleiben würde. Der VfB Stuttgart könnte damit sicherlich richtig gut leben. Wir haben dreimal ein 1:1 und einmal führen die Gastgeber. Das ist in Bremen der Fall, wo wir eben gerade waren. Tja, das ist auf jeden Fall mal eine Erkenntnis in dieser Konferenz. Die Gäste machen zumindest mal den Heimmannschaften so richtig das Leben schwer. Außer in Bremen. Da macht es Bremen deutlich besser. Tor in Köln! Und jetzt haben wir den nächsten Treffer in Köln. Und ja, da sind wir mal richtig gespannt. Köln geht zum zweiten Mal in Führung. Durch Emanuel Dennis. Der Mann mit der Nummer 43 macht in der 68. Minute das 2:1. Weil der BVB hier am eigenen 16er anfängt zu dribbeln. Und Marvin Hitz ist dann chancenlos. Stark von Dennis gemacht. Aber solche eklatanten Böcke darfst du dir nie im Leben im oder um den eigenen 16er erlauben. Jetzt war es sogar im Strafraum.
Und da ist der erste FC Köln eiskalt und bringt sich zum zweiten Mal eben. Tor in Frankfurt! Und der Treffer in Frankfurt. Also auch da jetzt das 2:1. Aber für wen? 2:1 für Frankfurt. Und halten Sie sich fest, Timothy Chandler ist der Torschütze. In dieser Saison teilweise fast vergessen worden. Aber er zeigt, dass er noch heiß ist. Zieht da in den Strafraum ein, bekommt den Ball quergelegt und haut ihn dann rein ins linke Eck. So dass Andreas Lute das Nachsehen hat. Frankfurt dreht diese Partie. Schändler, der hier profitiert, dass Durm nicht so ganz auf der Höhe ist. Und daher jetzt die rechte Bahn ein bisschen unterbesetzt bleibt. Kamada und Barkok tun sich da ja auch eher schwer. Und dementsprechend Schändler mit der Chance. Und jetzt die Chance für Kruse. Max Kruse. Super Parade von Trapp. Das wäre der Postwendenausgleich gewesen. So steht es hier 2:1. Wir wechseln nochmal nach Bremen. Hier steht es noch 3:1. Wolfsburg muss langsam mit der Aufholjagd beginnen. Ansonsten wird das hier nichts mit einem Punkt. Und der SV Werder Bremen könnte sich dann mit den Punkten 31, 32 und 33 womöglich endgültig aus dem Abstiegskampf verabschieden. Viertelstunde vor dem Ende sieht das alles sehr gut aus. Und das Duell hier zweier Nordmannschaften, den letzten, wenn man so will, aus der Bundesliga, das entscheidet momentan die Weser-Elf für sich. Die Mannschaft von Florian Kohfeldt. Und Bremen kommt weiter nach vorne. Sorgt immer wieder für Entlastung. Das ist jetzt keine Abwehrschlacht vom SVW. Und das ist genau richtig so. Mbabu, jetzt ist sie aber erstmal geklärt. Und wir wechseln nochmal. Der FC Bayern München ja braucht unbedingt diese 3 Punkte. Aber es sieht momentan nicht unbedingt danach aus, weil der VfB Stuttgart auch wiederum nach vorne immer wieder Akzente setzen kann. Das heißt, der FC Bayern München kann auch nicht zu 100% nur auf Offensive schalten, weil der VfB auch hinten raus immer wieder Torgefahr erzeugen kann. Neuer hat den Ball und bringt ihn nach vorne zu Lewandowski, Müller links raus zu Kingsley Coman. Der VfB Stuttgart nicht so richtig gut organisiert. Thomas Müller. Boah, Fehlpass sieht man auch relativ selten. Die Davi bringt den Ball jetzt aber auch wieder nicht an den eigenen Mann. Wieder die Gegenbewegung. Robert Lewandowski. Coman deutlich im Abseits. Lewandowski mit der Hacke zu Anton. Und das ist ein Riesenfehler, der bestraft wird. 2:1 für den FC Bayern München. Leon Goretzka ist der Torschütze, weil Waldemar Anton eine Idee hat, die Gregor Kobel nicht teilt. Nicht teilen kann, weil der Pass zu lasch ist. Der FC Bayern München hier tatsächlich etwas im Glück und das ist natürlich brutal ärgerlich. Kurz vor dem Ende so ein Fehler, Kobel kann ihn nicht mehr ausbaden. Goretzka nutzt es aus. Tor in Bremen! Und wir haben den nächsten Treffer. Ab nach Bremen wird es doch nochmal spannend. Könnte es werden. Wout Weghorst mit dem 3:2 in der 87. Spielminute. Giavogi mit der Vorlage. Weghorst dann im 16er überwindet Pavlenka. Veljkovic und Co. haben das Nachsehen. Also 3 Minuten plus X Hoffnung für den VfL, zumindest einen Punkt zu holen. Der Vorsprung auf Frankfurt würde schmelzen auf einen Punkt. Dortmund momentan hätte dann noch 5 Punkte Rückstand. Ne, sogar 6. Ja, weil der BVB aktuell ja auch nicht punkten kann. Steht ja nicht mehr 1:1. Da hat Emmanuel Dennis das 2:1 erzielt. Also Wolfsburg und Dortmund schwächeln. Davon profitiert eben momentan Eintracht Frankfurt.
Oder kann der VfL hier nochmal zurückschlagen? Die Zeit, sie wird wirklich langsam eng. Gibt auch nur 2 Minuten. Tor in München! Und wir haben nochmal ein Tor in München. Der Ausgleich etwa? Nee, es ist das 3:1. Thomas Müller macht alles klar. Unnachahmlich. Diese Manier bekommt da auch klar zu viel Platz. Aber Stuttgart musste aufmachen. Nimmt den mit links an. Schließt damit links ab. Richtig gut gemacht. Tor in Köln! Oh, und in Köln haben wir jetzt auch noch ein Tor. Diese Bilder beschreiben ganz gut, was dieser Treffer bedeutet. Der BVB gleicht doch noch aus. Und auch wenn es am Ende nur ein Punkt ist, auch wenn der Abstand zu Frankfurt wohl etwas größer zu werden scheint, das ist eine Moral und das ist ein Tor. Mit rechts angenommen, mit links abgeschlossen. Erling Haaland bringt den BVB hier zurück ins Spiel und bringt zumindest einen Punkt. Also, das war's von hier. BVB zumindest in letzter Sekunde mit dem Punkt und für Köln, das tut so richtig weh. Hier haben wir die Ergebnisse der Konferenz im Überblick. War durchaus turbulent. Frankfurt kann das 2:2 aus Köln beruhigt hinnehmen, weil sie selber ja sogar gewonnen haben. Der VfL Wolfsburg verliert tatsächlich in Bremen mit 3:2. Und das war es jetzt erstmal soweit von hier. Jetzt die Spiele nochmal, die Tore in der Übersicht oder eben in der Zusammenfassung. Der Rest bleiben Sie am Ball. 1:0 erstmal das Trendergebnis. Robert Lewandowski bringt den FC Bayern in Führung. Aluminiumpech gegen den SV Werder Bremen. Hier macht er es besser. Hat vielleicht etwas weniger Pech in der Szene vor Bayern-Kobel. Der FC Bayern, wir hatten es ja gesehen, beim letzten Anschnitt hatten sie eine riesige Möglichkeit. 1:1. Erstmal so das Standardergebnis scheinbar in dieser Konferenz. Silas Wamangituka. Ballbehandlung, Tempo, Abschluss. Sensationell. Man kann ihn einfach nur loben. Robert Lewandowski. Kommando deutlich im Abseits. Lewandowski mit der Hacke zu Anton. Und das ist ein Riesenfehler, der bestraft wird. 2:1 für den FC Bayern München. Leon Goretzka ist der Torschütze, weil Waldemar Anton eine Idee hat, die Gregor Kobel nicht teilen kann, weil der Pass zu lasch ist. Der FC Bayern München hier tatsächlich etwas im Glück und das ist natürlich brutal ärgerlich. Kurz vor dem Ende so ein Fehler. Kobel kann ihn nicht mehr ausbaden. Goretzka nutzt es aus. Tor in Bremen. Und wir... Nee, es ist das 3:1. Thomas Müller macht alles klar. Unnachahmlich. Diese Manier bekommt da auch klar zu viel Platz. Aber Stuttgart musste aufmachen. Nimmt den mit links an. Schließt damit links ab. Richtig. Probleme dabei. Machen sie aber gut jetzt. Aber Endo mit viel Platz. Endo mit viel Platz. 32. Minute. Keita Endo zum 0:1. Eisern Union sticht zu. Endo läuft da einfach durch. Rode verliert da sein Gegenspieler im Mittelfeld aus dem Auge. Ist deutlich zu weit weg. Endo läuft aber durch. Bleibt in der Szene drin. Und Kevin Tor in Bremen überwunden. Guter Auftakt in die zweite Halbzeit
für Frankfurt. Es ist Philipp Kostic mit dem 1:1 in der 51. Spielminute. Djibril Sow bekommt den Ball an der 16er Kante, legt dann nochmal quer. Philipp Kostic macht es dann eben auch unnachahmlich mit seinem linken Fuß. Eigentlich gerne dann auch mal ins lange Eck unten rein, aber hier geht er aufs kurze Eck, überwindet so Andreas Lute, der nur hinterher. 2:1 für Frankfurt. Und halten Sie sich fest, Timothy Chandler ist der Torschütze in dieser Saison, teilweise fast vergessen worden. Aber er zeigt, dass er noch heiß ist. Zieht da in den Strafraum ein, bekommt. War schon ein verrücktes Hinspiel. Skiri, da ist er wieder. Oh, der hat ja zweimal getroffen, jetzt legt er auf. Im Hinspiel zweimal getroffen, jetzt legt er auf. 19. Minute, Jonas Hector. Gegen Union Berlin am letzten Wochenende noch den Elfmeter rausgeholt und jetzt trifft er hier selber am Ball, Hector zu Skiri. Der bekommt da Platz im 16er. Und Hector schließt flach ab. Verdeckter Schuss für Hitz nicht zu machen aus der Distanz. Das ist mal ein Ausgleichstreffer für den BVB. 25. Spielminute. Der Rückstand hielt also nicht lang. Jude Bellingham. Jetzt trifft er auch endlich in der Fußball-Bundesliga. Riesenchance gegen die Hertha vergeben. Hier macht das aus. Gar nicht. Köln geht zum zweiten Mal in Führung. Durch Emanuel Dennis. Der Mann mit der Nummer 43 macht in der 68. Minute das 2:1. Weil der BVB hier am eigenen 16er anfängt zu dribbeln. Und Marvin Hitz ist dann chancenlos. Stark von Dennis gemacht. Diese Bilder beschreiben ganz gut, was dieser Treffer bedeutet. Der BVB gleicht doch noch aus. Und auch wenn es am Ende nur ein Punkt ist, auch wenn der Abstand zu Frankfurt wohl etwas größer zu werden scheint, das ist eine Moral und das ist ein Tor. Mit rechts angenommen, mit links abgeschlossen. Hier kommen sie auch nicht gut durch. Möwald hat das Auge für Milot Rashica. Das ist das 1:0. 23. Minute. Milot Rashica für den SVW und nicht zum unverdienten Führungstreffer. Da sind wir von Wolfsburg in der Defensive eigentlich besser gewohnt. Rashica schwer zu kontrollieren. Starker Abschluss. Kun Kassel überwunden. Dann haben wir auch hier 1:1 hier durch Admir Memedi. Bringt die Wölfe wieder zurück auf Kurs. Schlager, Memedi. So einfach kann es gehen. Sieht zumindest einfach aus, weil der SV Werder Bremen zur Abwechslung mal nicht ganz stabil steht. 2:1, Doppelpack Milot Rashica. Was ist das für ein Spiel hier im Weserstadion? Super Tor. Nicht zu halten für Castils. Lacroix kommt nicht mehr ran. Der schlägt super ein. Im oberen rechten Eck nicht unbedingt. 3:1. 3:1. Romano Schmidt. Cooler Tor, aber heute sitzt einfach jeder. Mit der Pike kommt er da ran. Castells zu weit aus dem Kasten. Mbabu auch nur hinten dran. Optimal ist das nicht verteidigt, aber es macht insbesondere. Könnte es werden. Wout Weghorst mit dem 3:2. In der 87. Spielminute. Giavogi mit der Vorlage, Weghorst dann im 16er.
überwindet Pavlenka, Veljkovic und Co. haben das Nachsehen. Also 3 Minuten plus X. Der FC Schalke 04 ist mit Borussia Mönchengladbach momentan richtig im Krisenmodus. Ja, es hat nochmal eine andere Ebene, weil es beim FC Schalke 04 um deutlich mehr geht. Aber Borussia Mönchengladbach muss auch wirklich aufpassen, nicht komplett in Schieflage zu geraten. Nicht diese Saison ganz schlimm beenden. Dafür ist heute ein Sieg gegen den FC Schalke 04 Pflicht und der Pflicht kamen sie hier zunächst auch erstmal nach. Borussia Mönchengladbach, so schlecht es auch läuft, qualitativ ist da doch deutlich mehr Futter als bei Königsblau. Player setzt nach, Stindl 0:2, 34. Minute. Hier am Samstagabend fast ein bisschen makaber, das hier als B-Win-Top-Spiel anzusetzen. Oder wie auch immer gerade der Sponsor heißt. Es war auf jeden Fall eine eindeutige Sache. Borussia Mönchengladbach hatte alles im Griff. Florian Neuhaus fast mit dem 3:0. Der trifft dann aber nur das Außennetz. Also der FC Schalke 04. Er kratzt ja wirklich hier an allen Negativrekorden. Ihnen fehlt noch ein Punkt, dann hätten sie wenigstens 11. Aber ja, am Ende kaufen kann man sich davon auch nichts. Es werden sicherlich nicht mehr über 100 Gegentore beim FC Schalke 04. Aber wenn man in solchen Einheiten messen muss, dann ist das schon eine ziemlich bittere Pille. Zweiter Durchgang, Çalhanoğlu über die linke Seite mit dem Flankenball, aber Oscar Wendt hat die Ruhe weg. Mit der Brust setzt er den Ball zurück zu Jan Sommer. Und so plätscherte das Spiel vor sich hin. Borussia Mönchengladbach war froh, dass sie nicht so viel hinten aktiv werden mussten, ließen kaum etwas zu hinten. Eben daher beim FC Schalke 04 mehr der Ball, der zu verteidigen war. Hier ist es Shkodran Mustafi, der sich mal ein bisschen besser schlagen konnte. Aber auch das ist bei einem 0:2 schon eher ein unbefriedigendes Zeugnis. Wir springen in die Schlussphase. Jetzt tatsächlich nochmal Schalke mit Serdar Zuharit. 1:2 in der 90. Minute. Es keimte nochmal ganz kurz Hoffnung auf. Aber die war auch nicht lange von Bestand, denn Borussia Mönchengladbach brachte das über die Zeit am Ende knapper als notwendig, aber vollkommen verdient. Die Fohlen-Elf, zumindest ein bisschen Luft können sie sich hier verschaffen. Die TSG aus Hoffenheim spielt wirklich eine sehr holprige Saison. Nun zu Gast der erste FSV Mainz 05, der um den Klassenerhalt bangt. Und hier auch gut loslegte. Philipp Mwene, Barrero Martins im Zusammenspiel. Mwene zu Chor, der hat das Auge für Quaison. Glatzel bekommt den Ball quergelegt. 0:1, siebte Spielminute. Quaison und Glatzel für Adam Scholloy und Jonathan Burkhardt heute in der Startaufstellung. Konnte sich gleich in der Anfangsphase mal auszeichnen, dieses Duo. Hoffenheim zuletzt gegen den VfB Stuttgart verloren. Das war ein ganz, ganz komisches Spiel. Aber hier konnten sie dann zurückschlagen. 13. Minute, Pavel Kaderabek mit dem Ausgleich vorgelegt von Rüter, der nach seiner Einwechslung beim VfB Stuttgart durchaus zu gefallen wusste. Deutlich mehr als Kramaric und Bebu in den 90 Minuten fast davor. Und es kam noch besser, 27. Minute, 2:1, Sebastian Rudi bekommt den Ball von Ilas Bebu vorgelegt. Spiel gedreht für Mainz 05, kam das richtig ungelegen. Es gab aber die Chance nochmal zum Ausgleich zu kommen oder zum Ausgleich überhaupt zu kommen in der 40. Minute. Oliver Baumann allerdings hier auf der Hut. Aus 16 Metern, dieser Abschluss von Dominik Chor, allerdings auch deutlich zu zentral. Ging dann mit dem 2:1 in die Pause. Mainz legte einen guten Start hin. Hoffenheim konnte das Spiel dann drehen, vor allem aber auch mit einem guten Abschluss. Das 2:1 nicht ganz unverdient. Der zweite Durchgang lange nicht mehr so ereignisreich, bis in die 82. Minute. Dann kam nochmal Hoffenheim, Ilas Bebu mit dem Versuch hier, mit der Pike oder dem Außenriss Spann, so ein Gemisch aus allem,
den Ball zu treffen, geht dann aber knapp vorbei. Mainz also weiterhin im Spiel und die Hoffnung auf einen Punkt, der da unten auch viel wert sein kann, sie lebte erstmal noch weiter. 89. Spielminute, Philipp Mbene noch einmal mit dem Einwurf. TSG Hoffenheim gut sortiert, aber so richtig defensiv standen sie da nicht. Robert Glatze mit der letzten Chance, aber Baumann hält diesen Dreier fest für Hoffenheim. Das sind wichtige Punkte, die letzten Zweifel zu beseitigen, da unten nochmal ganz tief reinzurutschen. Also Hoffenheim, wichtige Punkte, Mainz mal wieder mit einem kleineren Rückschlag. Hertha, Hertha, eieiei. Das ist eigentlich die Torhymne, ist aber momentan eher der Ausruf, den man hat, wenn man über den Berliner Sportclub nachdenkt. Das ist wirklich schlecht und sie müssen wirklich aufpassen. Sie sind jetzt schon 16. und Mainz und Bielefeld sind nicht unbedingt die Mannschaften, die jetzt plötzlich aufhören, die Punkte zu sammeln. Das heißt, man muss selber aktiv werden. Mit 21 Punkten am Ende der Saison wird man nie im Leben in dieser Saison irgendwas erreichen. Mit Glück wird man 17., weil der FC Schalke 04 noch weniger sammelt. Der bessere Auftakt lag auf Seiten der Leverkusener, dann aber die Hertha wach geküsst, immer noch in der Anfangsphase das Ganze. Christoph Piontek mit dem Ball zu Lukas Toussaint. 1-0 für die Hertha. Wie aus dem Nichts in dieser Spielphase, aber es kam der Hertha richtig gelegen und dann konnte Paul Dardai so richtig genießen. Eine Defensivarbeit von Hertha, die sich so richtig gewaschen hatte. Leverkusen fiel auch nichts ein, zuletzt 1-2 daheim verloren gegen Arminia Bielefeld. Also das hier ist auch ein Duell zweier Mannschaften, bei denen läuft es wirklich auch überhaupt nicht. Und dann in der 65. Minute zumindest mal wieder ein Highlight. Patrick Schick, der hier zum Abschluss kommt, aber an Jahrstein hängen bleibt. Die Schwierigen hält Jahrstein, die Leichten, die kriegt er rein. So war es zumindest gegen den BVB am letzten Wochenende. Hertha jetzt aber auch mit einigen Unkonzentriertheiten über 90 Minuten so konstant zu verteidigen, das ist schon eine Kunst. Aber das ist eben auch ein krasser Fehler. Schalzarengis fängt den Ball ab, legt zu Gray. 1-1. So schießt man sich die Dinger dann auch selbst rein, wenn man da unten steht. Es blieb dann beim 1-1. Ein Ergebnis, mit dem niemand so richtig zufrieden sein kann. Die Hertha holt zumindest aus den letzten beiden Heimspielen 4 Punkte. Aber ist das zufriedenstellend, wenn man da unten steht? Ich glaube nicht. Der SC Freiburg kann gegen den FC Augsburg diesen Spieltag beenden. Sie müssen es sogar. Und die grün gekleideten Augsburger, sie erwischen die bessere erste Hälfte. Richter mit dem Ball zu Ruben Vargas. 27. Minute, 0-1. Das verdiente Ergebnis. Bis dahin relativ wenige Strafraumaktionen ist man bei diesem Duell auch nicht unbedingt von ausgegangen. Aber die Tore, sie fielen. Zumindest eins hatten wir schon mal gesehen. Über eine halbe Stunde jetzt schon gespielt. Der FC Augsburg wieder vorne mit dabei. Freiburg tat sich hier ziemlich schwer. Khedira zu André Hahn. Müller mit der Parade. Doch Ruben Vargas staubt ab und erzielt den Doppelpack. Super erst gehalten von Müller. Dann kein Abseits von Ruben Vargas. Der haut den Ball dann ins leere Tor. Die Freiburger, sie waren wirklich nicht gut drauf. Kurz vor der Pause kamen sie dann aber. Grifo, Roland Salai, quergelegt Jong mit dem 1-2. In der 43. Minute die Hoffnung also wieder zurückgekehrt. Der SC Freiburg wieder vollkommen im Spiel. Diesmal mit einer ganz guten Torausbeute, aber hinten sah es eben schlecht aus. Knappe Stunde schon vorbei oder deutlich über eine Stunde schon vorbei. Der FC Augsburg hatte vieles im Griff, ließ sich von dem 1-2 kurz vor der Pause nicht wirklich beeinträchtigen. Khedira sieht Vargas, der auf dem Weg hier zum Matchwinner mit seinem Doppelpack legt hier diesmal quer zu Khedira. Hätte er vielleicht selber schießen sollen, aber macht das teamdienlich. Der Ball von Khedira, aber kein Problem für Müller. So weiterhin das Spiel offen, aber Freiburg kam weiterhin nicht gut nach vorne. André Hahn wieder im Vorwärtsgang. Heinz kann den Ball nicht klären. Vargas
Der war wirklich überall, links, rechts, vorne, Mitte und außer im Tor, da stand er nicht. Da war auf der anderen Seite Rafael Gikiewicz eben ziemlich arbeitslos. In der Nachspielzeit dann das 3:1, André Hahn, jetzt macht er auch seinen Treffer. Müller überwunden, 1:3. Klares Ergebnis, verdienter Sieg vom FC Augsburg, der hier sogar spielerisch teilweise überzeugen konnte. Kleiner Rückschlag für Freiburg, aber sicherlich kein Weltuntergang. Jo, hier habt ihr die Ergebnisse im Überblick. Ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt auf jeden Fall gesund. Bis zum nächsten Video. Und adios.